Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Gaming Crew. Ja. Vor allem Gaming Crew, ne? Gamercode. So, ich hab's immer noch nicht ganz raus. I'm sorry. Und oh mein Gott, Leute, was war denn das gerade für eine wilde Direct? Wenn ihr das Video hier seht, ist die Direct schon passiert. Wenn ich es wieder aufnehme, ist die Direct auch schon passiert. Zufall? Ich glaube nicht. Vieles ist passiert in der Direct und ich will das Ganze nochmal kurz mit euch analysieren, einordnen und bewerten. Das Ganze geht auch relativ zügig, aber ist doch gekommen. Das machen wir. Why not? Ist das ja richtig und wichtig. So, fangen wir doch mal gleich an mit dem, was man hier sieht, nämlich Mario Kart und oh mein Gott. Es wurden die neuen Booster-Strecken, ein Teil davon gezeigt. Ich habe ehrlich gesagt in dem Clip nicht ganz aufgepasst, kam es aber, aua, noch drin in den Sinn, dass die relativ wild waren, die Strecken. Und weißt du, dass die den Rappler und den, die, Pflanze angekündigt haben? Piranha-Pflanze als Charaktere? Why not? Darauf kann man sich mal freuen, aber das war eh klar, ne, mit den neuen Waves und so weiter, dass das existieren wird, kommen wird. Das war klar. So, aber es gab noch viel mehr mit Mario. Und das wird dann gleich richtig Banger werden, das ist mal Spoiler. Aber davor noch andere Informationen. Es gab nämlich noch andere Sachen, wo ich gesagt habe, das war cool. Erstmal noch zu weiteren bereits existierenden Spielen. Es wird angekündigt, dass ein neues Splatfest stattfindet. Darum geht es darum, welche Eissorte man am liebsten mag. So Auswahl ist Vanille, Erdbeer und noch ein anderes, was ich gerade vergessen habe, was für mich auch null Interesse hat. Bin mir noch nicht ganz sicher, dass wissen Erdbeer und Vanille wird, aber immer das wählen, was die Mehrheit von meiner Community auch wählt, dass man halt zusammen das zocken kann. Ich selbst würde euch persönlich eher zu Vanille tendieren, aber Erdbeer ist auch ganz wild. Also ist beides eine nette Sache, wie ich es finde. So, nächste nette Sache ist diese Erstlerbombe, die jetzt kam. Sehr, sehr unschön, aber Sachen passieren, ne? Was soll man machen? So. Ja, es gab aber noch viel, viel mehr Wildes. Alle Splatoon haben wir abgehakt. So. Dann, jetzt muss ich kurz mal überlegen, zu bereits vorhandenen Spielen, was da. Oh nee. Was noch gezeigt wird. Hab zumindest gerade nichts mehr krasses in Erinnerung. So, dann fangen wir an. Pikmin war es nun von Anfang an bekannt, dass sie dazu was sagen würden. Dem war auch so, die haben genaue Informationen schulden Spiel genannt. Einfach ein paar wichtige Sachen gesagt. Was ist denn hier heute los? Den bekommen wir auch noch reingedrückt, das gibt's doch nicht. Will doch nur Erster werden, mehr will ich nicht. Haben Reset genannt für Pikmin und da haben auch angekündigt, dass eine Demo davor sein wird. Was sehr, sehr wild ist, diese Demo werden wir selbstverständlich hocken, das ist da ganz klar. Es wird aber ebenfalls noch mehr Wildes seit September angekündigt. Und jetzt geht das Ganze erst richtig eigenes los. So. Weil Pikmin war bekannt. Dass Mario Booster gekommen wird, wäre auch bekannt. Dass irgendwas zu Splatoon kommen wird, wird auch Sinn gemacht, wobei man nicht damit gerestet hat. So, aber jetzt wird es ein bisschen wild. Das erste, was ich wild fand, was sie angekündigt haben, kam für Sega, nämlich ein neues 2D Sonic. Finde ich dahingehend cool, weil mich einfach so an die Games erinnert, die ich früher immer auf Speed-Upper gesorgt habe. Nee, ist eine wilde Sache. Fühle es, denke ich, werde es auch holen. Aber jetzt geht's los mit dem eigenen Set. Denn Mario war heute sehr stark vertreten. Genauso wie sein Bruder Luigi, der stark vertreten war. Fangen wir mit Luigi an. Es wurde angekündigt, dass Luigi's Mansion für den 3DS ist deshalb in Bearbeitung befindet für ein Remake für den Nintendo Switch. Was wild ist. Nachdem es in der neue Teil für den Switch erschienen ist, letztes Jahr, nee, vor 2 Jahren schon, erscheint dann auch der 3DS-Port als Remake. Da existiert ja auch ein länger gerüstetes Hu, jetzt ist es halt wahr geworden. Aua. So. Mario hat dort seinen großen Tag. Und das ist es eben jetzt auch wirklich so die Banger, die ich jetzt ankündige. Neben Mario Kart wurde angekündigt, dass es ein Remake gibt von Super Mario RPC und da hat natürlich gibt es eine riesen Fanbase an Leuten, die sich freuen und zu denken, Alter, ist das krass. Ich kann das Game in wunderschöner Grafik nochmal neu erleben. Richtig wild. Ich habe das Original auch nie gesorgt, das Neue. Werde es tun. Dazu wurde überraschend angekündigt auch noch, dass
es ein brandneues RPG-Game geben wird, was erstmals nicht Mario im Fokus setzt, sondern Prinzessin Peach. Dieses wird, genauso wie Luigi's Mansion, 2024er sein. Mario RPG noch 2023. Ich glaube, da wird es auch eine Demo geben, aber mit Demo weiß ich nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird nur 2023er sein. Das genaue Datum habe ich nicht im Kopf. So, und dann wird was richtig wildes Neues angekündigt. Halte das fest. Ein neues Super Mario Bros. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super Mario Bros. Wonder heißt es. Und das sieht verwunderlich aus vom Artstyle, aber es ist so wild. Es ist ehrlich stilmäßig. Wir werden den Trailer dazu analysieren. Schaut es das an. Es lohnt es. Das war alles Wichtige von der Nintendo Direct. In knappen 6 Minuten zusammengefasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao!